Hallo liebe Freunde, grüßt euch, dass wieder mit CryptoTV mitspaziert. Ja, wie seht, heute spaziere ich wieder am dritten Tag hintereinander. Denn ich bin gesund und so kann ich es mir leisten, jeden Tag spazieren zu gehen. Und ihr seht auch, mein bester Freund, der Grund- und Menschenrechte ist auch wieder mit dabei, wie jeden Tag heute. Denn man sollte ja nicht alleinig spazieren gehen. Ja, ich würde jetzt sagen, meine erste Pause, die werde ich jetzt dann bei einem Residenzplatz machen. Und, genau, einen Tipp gebe ich euch noch, weil wir jetzt gerade so in den finsteren Jahreszeiten sind, wo die Finsternis um sich greift. Vergesst nie, ein Licht mitzunehmen, damit es die Dunkelheit vertreibt, gell? Somit freut es mich, dass mit mir und meinem besten Freund den Grund- und Menschenrechte mitspaziert. Und bis dann beim Residenzplatz. Ja, wie seht, ich bin jetzt beim Residenzplatz. So ein Zufall, ich bin gar nicht allein beim Spazieren gehen. Klasse, mit mehr Menschen ist ein bisschen wärmer ums Herz. Und schauen wir mal, wo wir heute hinspazieren, gell? Bis dann. Was ich so faszinierend finde, ich habe zuerst erwähnt, dass ich schon wieder nicht alleine bin beim Spazierengehen. Die Pandemie hat anscheinend noch nicht genug Leute ausgerottet, dass man doch noch genug Leute auf der Straße findet, gell? Halleluja, welch frohe Botschaft. Da können wir ja alle wieder beruhigt sein. Bürgergarde. Bürgergarde. Die Bürgergarde, genau. Ja, wunderbar. Hey. Da können wir schon wieder beruhigt marschieren. Wenn du die Finsternis vertreibst in diesen finsteren Zeiten. Alle. Die Lichterengel, nicht schlecht. Ja, hallihallo, hallihallo. Ja, grüß dich, Ja, da fühlt man sich gleich häuslich erst beim Spazierengehen. Eine wunderbare Idee. Die Kinder haben das gemacht, haben sie gesagt, gell? Ah, die sind noch kreativ. Wunderschön. Für Martinsfest. Ah ja, genau. Ich gehe mit meiner Laterne, so ist meine es. Laterne mit mir. Und jetzt bekommt sie eine besondere Bedeutung. Warte, wo ich bitte den Schirm, dass sie mir zeigen.
So, jetzt habe ich mich gut ausgerastet am Residenzplatz. Jetzt bin ich wieder fit, ein paar mehr Meter hinter mir zu legen. Denn die Kondition, die muss trainiert bleiben, damit auch das Immunsystem weiterhin gestärkt bleibt. Und dann braucht man keine Impfung. Ah, dann schauen wir mal, wo uns die Füße heute hintragen. Ich sehe genau. Sie, junger Mann, verbieten sind Sie da mein Gesicht. Bist du ja so falsch, oder? Na, ich habe letzthin schon so einen höchst imposanten Marsch hinter mich gebracht. Ja. Und da wurde der junge Mann, der das auch demonstriert und dokumentiert hat, mit Kamera festgehalten, dann gefragt, ob da eh die Gesichter verpixelt werden. Ne? Na, ich stell dir mal vor, wir würden jetzt auf einmal mit unserem Konterfei für unsere Meinung gerade stehen. Da würde ja der Rechtsstaat wackeln. Ne? Das geht auf keinen Fall. Ne? Du, das nächste Mal, wenn wieder einer verlangt, dass ihn verpixelt, dann setzt ihr mal Clownsnasen drauf. Wie originell. Ja, ja. Der Geist schlaft nicht, wenn man ungeimpft ist. Tja. Ja, der Bart ist ja gestorben. Naja, ich fange erst mal an. Wo wir jetzt hingehen, was lang. Thank you.
das ist einmal ein wirklich ordnungsgemäßer Mund-Nasenschutz. Die verteilen wir dann an die, die nicht auf die Kamera wollen. Wir kennen die Leute, die auf die Kamera wollen, dann vor die Wahl stehen, Anonymous-Mask oder Clownsnosen. Ich finde das mit der Clownsnase super. Let's go. Danke für den Schnee, bist du gut. Jawohl, es schneit, wir werden nicht nass. Der Himmel fährt am Morgens. Was hat der Weihrauch geschnüffelt als Ministrant? Nicht zu knapp. Nein, aber er hat einen total schönen Mittelscheitel gehabt, bis er in Stimmung gekommen ist. Den hast du heute noch nicht verloren. Den Stimmbruch habe ich immer noch. Ja. Den Mittelscheitel habe ich nicht gehabt. Ja, das braucht man als Türsteher, sonst wird man nicht ernst genommen. Naja, also Türsteher braucht im Moment in dem Land kein Mensch, weil die Gastro demontiert sich freiwillig selber, indem sie Regeln beachtet. Und die Österreicher machen inzwischen zu Hause unbetreutes Trinken. Das heißt, sie saufen unheimlich. Ich hätte einen Platz für dich, wo du hinstehen kannst, vom Parlament, und dann sagst du, kommst da nicht rein. Ich
Gesunden und vitalen Eindruck gemacht, weißt du? Sie genügt ja nicht mal den Hund. Wir sind ein besonders hübsches Motiv scheinbar, gell? Aber ich gehe jetzt aus dem Weg, was uns rennen mal. Damit unsere Kinder ein lebenswertes Leben haben. Ja, danke schön. Ja, das hilft uns. Dankeschön. Thank you.
Liebe Leute, darf ich ganz kurz nur, wir haben unsere Spaziergänge, wir haben ja zufälligerweise hatten wir mehrere dieses Wochenende. Wir werden das zusammenlegen, das ist auch dann angemeldet, ist für die Polizei angenehmer, für uns auch alle, weil wir dann mehr sind. Deswegen würden wir euch recht herzlich gerne am Sonntag, jeden Sonntag um 14 Uhr einladen zum Friedensmarsch. Nehmt alles mit, was sagt, Kochtöpfe, Glocken, Ratschen, alles was Spaß macht und wir würden uns freuen. Kommenden Sonntag ab jetzt jede Woche beim Mozartplatz. Mozartsteg, Entschuldigung, Mozartsteg. Also bei der Brücke. Also vielen Dank. Hast du WhatsApp? Dann kann ich da das weiter. Jetzt habe ich genug da für mein Immunsystem. Ich glaube, das ist jetzt richtig gestärkt. Jetzt werde ich mal nach Hause spazieren. Ich werde mal sagen, so wie es mich kennt, ich bin immer am Wochenende so beim Spazieren, weil das Immunsystem gehört jeden Tag, zumindest jeden zweiten, spätestens dritten Tag gestärkt, damit man langlebig bleibt, fröhlich bleibt, einfach gesund bleibt, weil Langlebigkeit ohne Gesundheit ist auch nichts wert. Und am Montag werde ich auch spazieren, Sonntag, Montag auf alle Fälle immer und dazwischen durch. Schaut mal, wie es ausgeht. Und somit führt euch gut miteinander vor den Monitoren. Bis zum nächsten Mal. Baba.